Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Und in diesem Video geht es um das Thema Wochenbett. Ich wollte euch in diesem Video über mein Wochenbett erzählen, das habe ich bei Finn auch schon gemacht. Und ich wollte euch so ein paar Tipps geben, was ihr auf jeden Fall für euer Wochenbett besorgen müsst. Genau, und ich wollte einfach mal mit euch so ein bisschen über das Thema Wochenbett reden. Also, Wochenbett nennt sich die Zeit nach der Geburt. Das sind circa, man sagt, so 6 Wochen. Unter anderem begleitet euch in dem Wochenbett auch der Wochenfluss. Das bedeutet, ihr blutet. Also da kommt einfach dieses ganze Geschlottere raus, was so nach einer Geburt herauskommt. Das ist schon ziemlich viel. Also ich habe sowieso sehr starke Periodenblutung. Und der Wochenfluss ist wirklich nochmal ein ganzes Ding stärker. Ja, ich hatte ja jetzt den Genuss von einem Wochenfluss nach der Geburt. Also bei Finn wurde ich ja ausgeschabt. Da war ja fast gar nichts mehr. Also da hatte ich vielleicht eine Woche noch ganz leichte Blutung und dann war alles weg. Bei Leon habe ich das natürlich jetzt volle Kanne gehabt und deswegen kann ich jetzt auch darüber berichten. Also ich muss wirklich sagen, dass ich den Wochenfluss so ein bisschen unterschätzt habe. Ich habe ja ganz viele Krankenhaustaschenvideos immer angeschaut. Und dann haben die meisten YouTuber immer gesagt, ja, nehmt dunkle Jogginghosen mit, unterschätzt nicht den Wochenfluss. Und ich immer so, was? Nee, das glaube ich jetzt nicht, dass man da voll durchblutet, weil man hat ja auch diese Binden drin. Ja, und ich habe mir 2 neue Jogginghosen gekauft für die Geburt. Das war dann so ein schönes, habe ich die zufällig da? Nein. Das war so ein schönes Mint und ein schönes Peach. Also es waren total die schönen Sommerfarben. Und die 2 Jogginghosen hatte ich mir dabei. Ich hatte eine ganz alte dabei und eine schwarze. Also ich hatte 4 Jogginghosen dabei. Im Übrigen mache ich noch ein Video über meine Krankenhaustasche. Was hat sich rentiert oder beziehungsweise was hat sich gelohnt mitzunehmen. Irgendwie sowas mache ich auf jeden Fall noch. Weil ihr hattet ja jetzt diesmal leider kein Krankenhaustaschenvideo. Ging ja ziemlich schnell. Also auf jeden Fall war es wirklich so, dass ich einen Tag nach der Geburt einmal in der Nacht aufgestanden bin und auf... Nein, ich bin eben nicht aufgestanden, genau so war es. Und dachte eben, das reicht, wenn ich am Morgen dann auf Toilette gehe und ich stehe auf, beziehungsweise ich setze mich auf und ich merke nur, wie das wirklich nach dem Schlafen, also wenn ihr, wie gesagt, die ganze Zeit flach liegt im Bett und dann steht ihr auf, dann kommt so dieser ganze Schwall, weil es sammelt sich natürlich alles im Liegen. Und ja, es ist dann genau das passiert, was jeder YouTuber gesagt hat. Ja, ich habe meine Hose durchgeblutet. Also ich habe wirklich den Wochenfluss unterschätzt. Und Leute, ich habe jetzt mal so eine schicke Krankenhausbinde hier. Die habe ich mitgenommen, um sie euch einfach zu zeigen. So sehen die aus. Die sehen alle so aus. Die sind wirklich schön dick. Die sind aber schon weich. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie was stachelt oder so. Nein, die sind wirklich schön weich. Die sind angenehm. Das wäre ja auch ein bisschen doof, wenn die jetzt stacheln würden. Und davon hatte ich 2 Stück drin. Nach der ersten Nacht wusste ich, okay, ich muss da irgendwie ein bisschen mehr reinlegen. Also habe ich dann wirklich 3 Stück reingelegt. Eine, die so ein bisschen nach vorne geht, eine, die so richtig schön nach hinten geht und eine in der Mitte. Damit bin ich ganz gut gefahren. Also ich hatte dann 3 Stück in der Nacht drin. Sieht ganz lustig aus, so schön ausgepolsterter Popo. Aber es ist schon wirklich, ich habe wirklich den Wochenfluss unterschätzt. Also ihr habt wirklich eine sehr starke Blutung. Und ich dachte wirklich so, oh Gott, es wird ja gar nicht mehr weniger. Ich habe dann schon so meine Freundin gefragt, so ja, wann wird denn das weniger? Und tatsächlich, es wird nach 3-4 Tagen dann wirklich weniger. Das heißt, wenn ihr aus dem Krankenhaus rauskommt, so üblich ist es ja nach 3 Tagen, dann blutet ihr schon nicht mehr so stark. Das heißt, ihr würdet mit normalen Binden zu Hause klarkommen. Ich habe mir aber für die ersten Tage zu Hause noch diese Krankenhausbinden mitgenommen. Ich glaube, ich habe 10 Stück mit eingepackt. Das ist auch in Ordnung. Da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Und dann habe ich mir auch noch diese schicken Krankenhaushöschen mitgenommen. Das sind diese Moli Pants Soft. Ja, so sehen die aus. Mhm. Das sind richtig schöne Oma-Schlüpper. Ja, das sind diese typischen Einmalunterhosen. Die kennt ihr alle. Die sehen auch überall gleich aus. Und da legt man dann eben diese Binden rein. Sieht total lustig aus, weil hinten und vorne sieht man das dann auch. Naja, genau. Also das hatte ich so für die ersten Tage zu Hause noch. Und ich bin ja nach 6 Tagen nach Hause erst gekommen und habe wirklich trotzdem noch die hier reingelegt, weil ich einfach so Schiss hatte, dass da jetzt nochmal so ein ganzer Schwall kommt und dass ich mein Bett oder so versau. Ich habe mir dann auch von Klaus ins Krankenhaus noch alte Jogginghosen bringen lassen, weil ich keinen Bock hatte, dass ich meine neuen Jogginghosen durchblute.
Genau. Und nach dem 8. Tag oder so könnt ihr dann wirklich normale Binden benutzen. Ich könnte die auch schon nach dem 3. Tag benutzen, aber ich war da wirklich so ein kleiner Angsthase. Und Thema Binden wollte ich euch einfach so meine Empfehlung aussprechen. Und zwar habe ich mir wirklich am Anfang diese total billigen gekauft. Also ich weiß nicht, was die kosten, 1,50 Euro oder so. Das sind auch solche Kanonen. Die habe ich mir gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich gebe doch nicht so viel Geld aus für Binden. Hallo, ich gebe doch nicht so viel Geld aus. Also ich war da total geizig eigentlich, was total doof ist. Weil ich wirklich sagen muss, Leute, es gibt nichts Blöderes als ein unangenehmes Gefühl untenrum. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine total tolle Geburt hattet, also ohne Risse und euch geht's total super, dann könnt ihr ja auch schon sofort spazieren gehen. Und wenn ihr dann so eine Binde in der Hose drin liegen habt, die ganze Zeit kratzt und die verrutscht und ihr einfach gar kein sicheres Gefühl habt, was bringt euch das? Was bringt euch das? Ihr seid doch nur schlecht gelaunt, ihr habt keinen Bock auf Spaziergänge. Also ich habe das einfach gemerkt, ich so, nein, wir können jetzt nicht spontan zu deiner Mama, Klaus, ich muss jetzt nach Hause, du weißt schon wieso. Das war die ganze Zeit so total dämlich und dann habe ich mir gedacht, nee Anna, jetzt komm, jetzt kaufst du jetzt einfach mal teure Binden. Und dann habe ich mir die von Always gekauft. Die sehen so aus, das ist so eine lilane Verpackung. Da steht, dass sie bis zu 8 Stunden dicht halten, aber ich lasse keine Binde 8 Stunden drin. Aber die habe ich mir dann gekauft, das sind 12 Stück drin. Long mit Flügeln, genau. Ja, genau. Also die heißen Always Maxi. Und dann habe ich mir noch welche für die Nacht gekauft. Das sind die Always Maxi Night. Die sind ohne Flügel und die sind so richtig stark. Also die haben diese, hier sieht man ja immer, wie die Stärke ist. Und genau, das sind 10 Stück drin. Also das sind die für Tag. Die sind noch so schick einzeln verpackt. Das heißt, ihr könnt die auch super mit in die Wickeltasche schmeißen, ne? Und weil die billigen sind nicht einzeln verpackt. Die sind einfach in der Packung so drin. Und das heißt, wenn ihr dann unterwegs seid, dann musstet ihr diese Binde ohne Schutz einfach in eure Tasche schmeißen. Was ich auch total doof finde, weil ja, man weiß ja nicht, was da dran kommt. Und dann habt ihr da sowas Bakterielles in eurer Unterhose liegen. Das ist nicht so toll. Deswegen finde ich die einfach super. Die sind einzeln verpackt. Also das sind die für die Nacht, also für die Nacht und, die sind die, und das sind die für den Tag. So, und die habe ich dann benutzt und ich muss sagen, Leute, es ist ein super angenehmes Gefühl. Ich packe euch jetzt einfach mal eine aus und ich wurde nicht von Always gesponsert, nur mal so zur Info. So, so sehen die aus. Ja, ich mache jetzt das nicht auf, aber das sind die Flügel. Da kratzt nichts. Da ist alles weich, also die ist auch nicht so dick. Ich weiß nicht, ob man das, kann man die Dicke erkennen? So, ja, ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Also sie ist jetzt auch nicht sonderlich dick. Und ja, die ist einfach total angenehm im Tragen. Also da muss ich wirklich sagen, das ist so eine kleine Empfehlung von mir. Ich finde die wirklich super. Ist total angenehm, das Tragen. Und ich habe da auch immer welche in der Wickeltasche dabei. Und mit denen bin ich super gefahren. Und die für die Nacht, die sind echt genial, weil die sind richtig schön lang. Das heißt, ihr braucht ja keine Angst haben, dass da irgendwie was ausläuft. Und also die habe ich auch total geliebt. Und ich glaube sogar, dass die riechen. Ich meine, das wäre mir jetzt egal, aber ja, die riechen so ein bisschen nach frischer Duft oder so, keine Ahnung. Aber das ist mir egal. Aber ich muss wirklich sagen, die sind wirklich sehr angenehm im Tragen. Deswegen ein Tipp von mir an euch, spart nicht bei den Binden. Kauft euch wirklich teurere, die sind bequem. Ihr habt nichts davon, wenn es einfach, wenn es zieht und wenn sie verrutscht, das ist total unangenehm. Wirklich, kauft euch die von Always, die sind echt toll. So, nehmt euch auch welche vom Krankenhaus mit nach Hause. Das macht denen nichts. Genau, die sind auch total bequem. So, plus eine Woche rot, eine Woche braun, eine Woche gelb. Also ihr blutet da jetzt nicht 6 Wochen lang durch. Also, ich kann wirklich sagen, eine Woche stark geblutet, dann eine Woche mehr so bräunliches Blut und dann war eine Woche, ja, der Ausfluss halt so dunkelgelb, genau. Und genau. Und dann war ich 3 Wochen sozusagen blutungsfrei. Und was hat die liebe Anna? Tadam. Ja, ich habe meine Periode bekommen. Also ich hätte damit nicht gerechnet, aber meine Hebamme hat gesagt, ja, das ist bei manchen Frauen so. Bei Finn hatte ich ja auch, also ich habe voll gestillt. Und bei Finn habe ich meine Periode nach 4 Monaten bekommen. Und das Problem ist, also bei manchen Kindern ist es so und bei meinen 2 Kindern ist es so, die schmecken das
an der Milch, dass ich meine Periode habe. Es klingt jetzt total eklig, aber es ist wirklich so, dass die Milch anders schmeckt und sie sättigt nicht mehr so. Das heißt, wenn ihr während eurer Periode ganz normal weiter stillt, kann das durchaus sein, dass ihr öfters anlegen müsst. Und das merke ich schon ganz schön. Also ich habe schon 2 Tage, bevor ich meine Blutung bekommen habe, gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass der Leon einfach nicht richtig satt wird. Und ja, dann habe ich meine Tage bekommen. Und die erste Periode nach 10 Monaten ist schon echt heftig. Also da hat man 3 Wochen einen Wochenfluss und blutet schon echt extrem. Mama, eine 3-0. Was? Eine 3-0. 2-0? Ja. Schaust du Fußball? Was ist der erste dort? Muss den Baba fragen. Mama, zu, die Mama muss Video drehen. Blutungsfrei und jetzt habe ich schon wieder meine Tage und da hat man schon 3 Tage, eine Woche lang so stark geblutet und die Periode ist so heftig, Leute. Also, ich blute wirklich ganz schön und es kommt auch noch so ein bisschen Gewebezeug mit raus. Also es ist wohl wirklich noch der ganze Rest, der von der Geburt da jetzt noch mit rauskommt. Also es ist nicht so lecker. Und ja, ich bin so ein bisschen genervt, dass ich jetzt echt schon meine Tage wieder bekommen habe. Das bedeutet nämlich auf gut Deutsch, euer Körper ist schon wieder bereit fürs nächste Baby. Und nein, das soll er gar nicht. Ja, aber es freut mich natürlich auch, dass sich alles normal zurückgezogen hat und normal entwickelt hat. Und jetzt bekomme ich wieder ganz normal meine Monatsblutung. Viele von euch haben gefragt, ja, wie verhüten wir denn jetzt? Das ist ein ganz interessantes Thema, denn ich habe jetzt nächste Woche mein Vorsorgetermin, also mein Nachsorgetermin. Und da habe ich auch gleich ein Spiralengespräch, denn ich möchte mir gerne die Spirale einsetzen lassen. Und zwar gibt es da ja 2 verschiedene, einmal die Kupferspirale und einmal die Hormonspirale, glaube ich. Genau, die Kupferspirale hat man 3 Jahre drin, die Hormonspirale 5 Jahre und ich habe mich für die für 5 Jahre entschieden. Aber wie gesagt, ich bekomme nochmal ein Gespräch. Und wenn ihr wollt, kann ich da gerne mal drüber berichten, wie viel die kostet und wie das so abläuft, wann man da hin muss und so. Ich weiß nur, dass es gut ist, wenn man relativ zeitnah nach der Geburt macht, weil da ist da noch alles weich. Es tut jetzt auch nicht sonderlich weh. Meine Mama hat auch eine Spirale und es tut nicht weh. Ich habe da natürlich gleich nachgefragt. Ich bin ja so eine kleine Angstmaus. So, ja, tut es weh. Ist klar, es zieht ein bisschen und so. Aber umso näher ihr das an der Geburt macht, umso weniger tut es noch weh. Also dann ist alles schön weich da unten. Ne? Das schöne Gewebe ist weich. Genau. Und ja, also ich habe mich für die Spirale entschieden. Genau, die bleibt auch erstmal 5 Jahre drin und danach schauen wir immer noch weiter, kann man immer noch weiter schauen. Man kann sich die Spirale natürlich auch vorher ziehen lassen, aber das ist jetzt erstmal nicht geplant. Ich bin ganz froh, wenn ich 5 Jahre lang wirklich Ruhe habe, ich keine Pille nehmen muss. Und genau, also das ist ein ganz gutes Verhütungsmittel, glaube ich. Genau, und darüber berichte ich euch aber dann nochmal. Und ich glaube, das war's jetzt. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp und zwar eine Waschlotion für untenrum. Also die heißt jetzt, die ist jetzt von Rossmann. Ich weiß nicht, ob DM auch solche Waschlotion von der Eigenmarke hat. Gibt es natürlich auch welche von Nivea und so. Die kosten aber halt mal 5 Euro. Die, glaube ich, hat um die 1 Euro gekostet, 1,50 Euro. Die heißt Facella Intim. So heißt, schaut es aus. Da gibt es auch verschiedene. Und die ist mit Milchsäure sensitiv, pH-neutral. Und zwar könnt ihr diese Waschlotion für den ganzen Körper nehmen, nicht nur untenrum, ihr könnt die für den ganzen Körper nehmen. Es ist ja wichtig, dass ihr am Anfang, die Anfangszeit, euch nicht so mit Parfüm und Deo und keine Ahnung was vollhaut. Und auch diese ganzen Duschgel, die nach Mango-Maracuja riechen, das ist alles blöd am Anfang, weil euer Baby muss euch riechen, also wirklich die Mama, den Mama-Duft. Und da sind solche Waschgele wirklich super, weil ja, die sensitiv sind. Also ihr riecht danach nichts. Ihr riecht frisch gewaschen sozusagen, aber jetzt nicht nach Mango und Maracuja. Und da das ja auch für untenrum ist, ist das wirklich sehr wichtig. Wascht euch da nicht mit irgendeinem Duschgel, sondern nehmt da wirklich ein Intim-Duschgel. Und ja, der Wochenfluss ist wirklich total bakteriell. Also es ist wirklich nicht so eine tolle Sache. Deswegen jeden Abend in die Dusche, einmal untenrum schön sauber machen. Und gut, ich wurde jetzt nicht genäht. Da konnte ich natürlich gleich direkt damit, ne? Und da hat auch nichts gebrannt. Aber jetzt für diejenigen, die total genäht wurden, da reicht es auch lauwarmen Wasser und so vielleicht Sitzbäder. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich durfte es machen. Ich hatte letztes Jahr, genau,
Nach dem Finn seiner Geburt habe ich mit meiner Hebamme darüber geredet und ich durfte ein Sitzbad machen. Da gibt es auch ganz tolle Sachen von der Apotheke. Das sind so Pülverchen, die reißt man auf, dann tut man es in diese Sitzbadschüssel. Mega angenehm mit warmem Wasser sich da reinzusetzen. Aber dann müsst ihr einfach mit eurer Hebamme drüber reden oder mit eurem Arzt oder ihr könnt euch auch bei der Apotheke beraten lassen. Also für diejenigen, die gerissen sind. Aber sowas ist wirklich super angenehm. Setzt euch einfach jeden Abend für 5 Minuten in so ein Sitzbad oder genau, und genießt einfach so ein bisschen. Und für diejenigen, die nicht Probleme untenrum haben, sondern gleich sich waschen dürfen mit Lotion, jeden Abend, ganz wichtig, schön sauber machen. Ich sage das deswegen, weil ich habe schon oft mitbekommen, dass in der Zeit einfach Pilze und keine Ahnung sich alles gesammelt haben. Deswegen, ja, wichtig. So, das sind so meine Tipps an euch. Ja, und jetzt wollte ich euch noch was zeigen, was man auch kaufen kann fürs Wochenbett. Vorsorglich, man kann es aber dann natürlich auch erst dann besorgen, wenn es eingetreten ist. Weil es hat nicht jeder, aber es haben einige Mütter und dafür muss man sich auch nicht schämen. Und zwar das hier. Ja. Hämorrhoiden. Genau. Also es muss jetzt nicht erklären, was es ist. Es werden die Mütter, die es haben, die wissen, was Hämorrhoiden sind. Genau. Und da kann ich nur sagen, ist diese Creme sehr gut. Die habe ich jetzt gekauft, ich glaube, beim Kaufland oder beim DM. Also es ist auf jeden Fall diese SOS. Diese SOS-Creme, ihr könnt natürlich auch eine aus der Apotheke kaufen, aber sowas gibt es natürlich auch im Kaufland. Also wenn sowas, zum Beispiel, wenn ihr jetzt am Wochenende einkaufen geht und ihr habt dann auf einmal Hämorrhoiden, dann könnt ihr auch beim Kaufland in diese Abteilung gehen, wo diese ganzen Medikamente sind und da gibt es dann diese auch und die hilft wirklich sehr gut. Genau, also manche Frauen leiden da nach der Geburt vor allem darunter. Genau, deswegen auch mein Tipp an euch, die ist wirklich gut, also mir hat sie geholfen. So, jetzt wollte ich euch noch meine Daten nennen, also deswegen habe ich auch wieder meinen Mutterpass dabei. Da steht ja alles Mögliche, also wie die Geburt verlaufen ist und blablabla. Genau, also zum Beispiel, das ist jetzt diese Abschlussuntersuchung und da steht jetzt zum Beispiel Alter 24. Dann Schwangerschaft sind es ja 3, weil ich hatte ja den Abort. Geburten mit dieser waren es 2. Erstuntersuchung in der Schwangerschaftswoche war die 10. Das stimmt zwar nicht, aber naja. Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen 15. Ja, ich hatte ja ziemlich viele. Genau, und dann steht da das Entbindungsdatum, in der wievielten Schwangerschaftswoche ihr entbunden habt. Lebendgeburt, ein Kind, wie das Kind lag. Genau, und bei mir steht Besonderheiten, rascher SPP, also rasche Spontangeburt, weil es eben so schnell gegangen ist und es ist keine Naht notwendig gewesen, also ich wurde nicht genäht. Dann steht mein HB, der liegt bei 13, bei Finn hatte ich ja wie gesagt 7,7. Ja, und sonst steht da eigentlich gar nichts mehr. Also, dass Wochenbett normal ist und gynologischer Befund ist auch normal gewesen, also es war nichts Dramatisches. Genau, und das Gewicht steht jetzt da gar nicht mehr drin, aber das kann ich euch sagen. Und zwar hatte ich bei meiner letzten Frauenarztuntersuchung, das ist der Finn, wo bin ich welche? Ja. Also bei meinem letzten Frauenarzttermin hatte ich 103,2 Kilo. Dann habe ich mich nach der Geburt eigentlich sofort draufgestellt und das waren dann 98, glaube ich. Ich glaube, genau. Ich habe mich dann relativ schnell auf die Waage gestellt. Das war so circa 2 Tage nach der Entbindung. Das heißt, ich hatte dann 98. Ich schätze mal, dass ich bei der Geburt 105 hatte. Bei Finn hatte ich ja 110. Also ich hatte fast das Gewicht, wie ich bei Finn hatte, was mich total schockiert hat irgendwie, weil ich fand mich jetzt gar nicht so dick. Vor allem, ich hatte ja gar kein Wasser. Und jetzt habe ich mich aktuell wieder drauf gestellt und ich habe 99,7. Das heißt, ich habe wieder zugenommen und habe einiges vor mir, was ich abarbeiten muss. Also mein Startgewicht war ja 85. Deswegen, ich habe noch einiges vor mir, aber das schaffe ich. Wobei ich sagen muss, bei Finn ging das einfach viel schneller, aber bei Finn hatte ich ja auch Wasser. Also ich habe bei Finn innerhalb von 6 Wochen 10 Kilo verloren. Da habe ich mich total gefreut und habe mich mega schlank gefühlt, obwohl ich es gar nicht war.
Und das ist jetzt bei Leon nicht der Fall gewesen, weil ich eben kein Wasser habe und jetzt geht es wirklich langsam. Man sagt immer, es geht mit dem Stillen schneller, aber momentan merke ich jetzt nichts so davon. Aber man muss auch sagen, es ist ja momentan Grillsaison und ich bin wirklich sehr am Schlemmen. Ja, aber das ist total egal. Also mir ist es wirklich egal. Ich leide jetzt auch nicht unter meinem Gewicht. Ich habe Klamotten, die mir passen. Ich habe zwar auch Klamotten, die mir noch nicht passen. Aber ich habe einiges, die mir passen und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so deprimierend. Genau, und ich sage, ich habe so viel Zeit, um das irgendwie abzuarbeiten. Und ja, das schaffen wir auf jeden Fall, Mädels. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Genau, und jetzt zu meinem Wochenbett allgemein, also wie ich so verkraftet habe und wie es so war. Also ich muss ja sagen, ich bin nach 6 Tagen aus dem Krankenhaus gekommen. Mir ging es ja total gut, ich war topfit. Das Einzige, was halt natürlich war, war halt Schlafmangel allgemein in so einem Krankenhaus. Und jetzt gar nicht wegen Leon, sondern wirklich wegen am Krankenhaus. Kommt halt früh um 7 die Visite und das ist halt alles ein bisschen blöd, obwohl man gerne noch ein bisschen länger schlafen möchte. Deswegen hatte ich schon ein bisschen so Schlafmangel, aber mir ging es total gut. Ich war ja, wie gesagt, topfit. Das Einzige, was mich total genervt hat, war dieser Wochenfluss. Ich habe mich einfach eklig gefühlt. Deswegen, ich glaube, ich habe mich 2-mal am Tag geduscht mit diesem Zeug. Und dann hat man sich auch frisch gefühlt und wohlgefühlt. Genau, man fühlt sich da immer wie so ein neugeborener Mensch, finde ich. Genau. Und ja, jetzt Klaus wollte oder ist 4 Wochen zu Hause geblieben. Aber man muss sagen, von diesen 4 Wochen... war ich ja eine Woche davon schon im Krankenhaus und dann die weiteren 3 Wochen haben wir im Haus gearbeitet. Also ich war wirklich einen Tag zu Hause und war am nächsten Tag ja schon wieder hier oben und habe mitgeputzt und Möbel aufgebaut, weil wir waren ja noch nicht fertig. Also wo ich vom Krankenhaus rausgekommen bin, war unsere obere Etage immer noch nicht fertig. Obwohl die wirklich geackert haben bis zum geht nicht mehr in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Bis zum 27., also bis zum errechneten Entbindungstermin, hätten wir es locker geschafft. Aber da Leon ja einfach eher kam, haben wir es nicht geschafft. Das heißt, ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen und stand eigentlich nach 24 Stunden schon wieder hier oben und habe mitgearbeitet. Es war aber nicht schlimm, ich habe mich auch nicht überarbeitet oder so. Es war alles total im Rahmen. Ja, ich habe auch nicht schwer gehoben, das dürft ihr auf keinen Fall. Ich habe mich da auch wirklich... strikt dran gehalten. Ich habe auch den Finn nicht hochgehoben. Ich habe nicht mal den Finn aufs Sofa hochgezogen oder aufs Bett. Ich habe mich da wirklich dran gehalten, weil ich total Schiss davor hatte, dass irgendwas mit meiner Gebärmutter da nicht stimmt und so. Meine Freundin hat mir dann auch berichtet, dass sie ihren Kleinen hochgehoben hat und das hat wirklich wehgetan. Deswegen, ich habe das nicht gemacht. Macht das bitte auch nicht. Hebt nichts schwer und verzichtet da wirklich drauf. Also ich habe den Finn circa 2 Wochen nach der Geburt nicht mehr hochgehoben, also 14 Tage so. Und dann konnte ich ihn aber auch wieder hochheben. Genau, dann haben wir, also wir haben wirklich 3 Wochen noch gut hier zu schaffen gehabt. Das war jetzt nicht mehr so viel, es waren eigentlich nur noch Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten, die trotzdem aufhalten. Nicht wirklich dieses Wochenbett mit, wir liegen alle auf dem Sofa und kuscheln und genießen und entspannen. Das hatten wir dann am Abend, aber wir haben schon gut was gemacht in der Zeit. Ja, und ja, dann hat Klaus von sich ausgeschlagen, dass er noch eine Woche dranhängt. Das heißt, er blieb insgesamt 5 Wochen zu Hause. Das war auch echt super, weil ich hatte noch nicht das Gefühl, das jetzt zu schaffen mit 2 Kindern. Also ich hatte wirklich, ich habe gesagt, ich brauche irgendwie noch eine Woche, wo ich mich so langsam an diese Situation mit 2 Kindern gewöhnen kann. Und das hat Klaus auch sofort verstanden. Er hat mit seinem Chef geredet und das war dann genau in der Woche, wo sowieso Vatertag und dieser Feiertag war. Und das heißt, er hat auch nur noch 3 Tage Urlaub nehmen müssen und die anderen 2 Tage war nämlich sein Geschäft zu. Und das war dann auch echt in Ordnung. Und in der Woche, muss ich wirklich sagen, war es richtig schön. Also wir haben Ausflüge gemacht, wir waren spazieren ganz viel. Und ja, also das habe ich richtig genossen. Und wir haben auch Finn zusammen in die Kita gebracht und ich habe ihn dann auch abgeholt. Also so, dass ich da wirklich reinkomme, dass ich nicht in dieses kalte Wasser geschmissen werde, so von 0 auf 100, du hast jetzt 2 Kinder und leg los. Sondern ich habe mich da wirklich so langsam ein bisschen rangetastet. Genau. Ja, jetzt mal zu dieser Frage Wochenbettdepressionen. Also es war schon so eine Phase, wo auch Klaus gesagt hat, wollen wir nicht mal mit der Hebamme drüber reden, weil ich so extreme Stimmungsschwankungen hatte. Also ich bin total ausgerastet, wenn ich jetzt zum Beispiel nach unten gegangen bin und da war was nicht aufgeräumt oder da war was nicht sauber. Ich bin so durchgedreht,
dass der Klaus wirklich gesagt hat, so, wow, Anna, das ist nur eine Kleinigkeit, ich kann die jetzt auch wegräumen. Ich bin so ausgerastet, das war für mich so ein Weltuntergang, also total gaga eigentlich. Und dann war irgendwie nach 5 Minuten alles wieder in Ordnung, ich habe gelacht und es war alles gut. Dann war wieder alles total scheiße, ich habe rumgeheult und das war sowas Bescheuertes, also ich konnte es auch selber irgendwie so gar nicht einschätzen. Ich habe dann schon mit meiner Hebamme drüber geredet und ja, mir ging es dann aber auch relativ schnell wieder gut. Also Klaus hat es, glaube ich, auch schnell erkannt und es war dann auch alles in Ordnung wieder, aber es war irgendwie schon eine gruselige Zeit. Es waren jetzt, glaube ich, so 4 Tage, wo ich echt ein bisschen durchgedreht bin. Also ja, aber so jetzt mit YouTube oder so, weil einige von euch gefragt haben, so ja, Anna, hey, schalt doch mal ab und lass doch mal die Kamera links liegen. Also da war alles in Ordnung. Das hat... war jetzt nicht irgendwie, dass ich unter Druck stehe, ein neues Video muss online kommen, gar nicht. Ich habe das einfach so nebenbei mitgefilmt, ein bisschen mitlaufen lassen, ein paar Szenen irgendwie aufgenommen. Hatte auch immer gut Zeit zu bearbeiten am Abend mit Leon an der Brust zusammen zum Beispiel. Also es war alles total gut und gechillt. Also ich habe mir da jetzt nicht so irgendwie einen Druck oder Stress gemacht. Genau, von euch gefragt, wie das mit dem Stillen ist. Da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, Gott sei Dank. Also es ich hatte bei Finn damals schon unglaublich viel Milch. Ich glaube, ich hätte noch 5 weitere Kinder damit ernähren können und sowas, weil Leon jetzt auch. Also wir mussten ja nach dem 7. Tag nochmal in die Kinderklinik zum Gelbsuchtswert kontrollieren. Das erzähle ich aber alles im Leon-Update. Und da ist Leon nicht aufgewacht. Und ich glaube, er hat 4 Stunden durchgeschlafen und meine linke Brust, die wäre fast geplatzt. Und dann musste ich da ins Stillzimmer im Krankenhaus und habe meine komplette Brust ausgedrückt, die lief wirklich, das war wie ein Springbrunnen. Seitdem bin ich nur noch mit Milchpumpe unterwegs. Also jetzt eigentlich nicht mehr so, aber ich war die letzten Wochen mit Milchpumpe unterwegs, weil sich das einfach erst alles noch so einpendeln muss, so die Milchmenge und die Brust und so. Und am Anfang war es wirklich enorm viel, also ich wusste gar nicht, was ich mit meinen großen Brüsten, Milchbrüsten machen sollte. Das war wirklich echt krass. Also da hatte ich gar keine Probleme. Klar, der 2. Tag ist so der unangenehmste. Bei uns war es, glaube ich, schon der 1. Tag, wo Leon ja nur noch an die Brust wollte. Die ersten Momente dachte ich so, also diese ersten 10 Sekunden, wo er wirklich anzieht, die sind immer so ein bisschen unangenehm. Aber jetzt ist das vollkommen in Ordnung. Also ich habe das schon damals bei Finn erzählt, die Brustwarzen sind relativ schnell so robust, dass man rein theoretisch an der Rauputzwand mit seinem Nippel kann. So hat es meine Mama mir erzählt und es stimmt auch wirklich. Also die sind jetzt so robust, da tut nichts mehr weh. Genau. Ja, das glaube ich war es jetzt auch schon. Ich habe jetzt auch wirklich sehr lange und sehr viel erzählt. Also ich habe mein Wochenbett sehr gut überstanden. Mir geht super, mir ging super. Wie gesagt, diese 4, 5 Tage, wo einfach die Hormone so ein bisschen spinnen, glaube ich, sind normal. Ob das jetzt eine Wochenbettdepression war oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn ihr selber merkt, irgendwas stimmt mit euch nicht, oder hey, oder ihr seid auf einmal so komisch, also man merkt es eigentlich selber, oder euer Partner, redet mit eurem Partner darüber, so hey, wenn du merkst, ich bin irgendwie komisch, dann hol dir mal bitte oder sprecht es mal an. Ihr könnt es bei eurer Ärztin ansprechen, ihr könnt es bei einer Hebamme ansprechen, wenn ihr keine Hebamme habt. Ihr könnt euch, wie gesagt, Hilfe überall holen. Also ihr seid damit nicht alleine. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ihr da eure Depression alleine erarbeiten müsst. Ihr könnt euch da Hilfe suchen. Genau. Das habe ich euch alles erklärt. Die Tipps. Über mich habe ich geredet. Ja, das war's jetzt. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu erzählen. Mit dem Spülbeutel habe ich ja schon in meinem Geburtsbericht erzählt. Das ist noch mein Tipp an euch. Den könnt ihr euch fürs Wochenbett auch besorgen. Und jetzt war's das. Genau, jetzt beende ich das Video. Ich drehe jetzt im Anschluss ein kleines Leon-Update. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.